So, wir würden dann weitermachen. Wir haben natürlich so getan, dass ihr jetzt Zeit habt, eine Zigarette zu rauchen oder mal auszutreten oder so. In Wirklichkeit wollten wir nur, dass uns neues Bier gebracht wird. Das hat auch geklappt. Das wird uns unheimlich beflügeln. Was siehst du denn jetzt so? Das regt mich plötzlich mit Gedanken an. Ich will wie meine Katze riechen. Ich hasse es, wenn mir Essen über die Hand läuft. Wenn mir Essen über die Hand läuft, kann ich nicht anders. Ich muss es gegen die nächste Wand werfen. Das ist ein Reflex. Weniger Ekel, wie wenn man eine Mücke erschlägt oder zwinkert. Ich habe neulich festgestellt, dass meine Katze gut riecht. Wir schmusten so rum, wie wir das öfter tun. Da merkte ich, wow, diese Katze. Das ist man nicht gewöhnt. Mit meiner Katze verbinden die meisten nur die Erinnerung an den Besuch des Löwenterrariums und so. Ich auch. Und an das. Ich wünsche mir, immer so zu riechen wie meine Katze. Eine andere, gut zu meinem Wesen passende Vorstellung ist, zu meiner Katze zu werden. Das nähme mir jedwede Vergangenheit und Zukunft. Ich würde mich zwischen Essen, Spielen, Scheißen und Schlafen auf Betten herumsuhlen, wann immer mir danach wäre. Keine Angst mehr. Keine Angst. Der Frühling ist die Zeit, in der viele Menschen geschwollene Augen und Nasen haben. Die Zeit, in der ganz viele Menschen sich ihren Hormonen hemmungslos hingeben und so tun, als ob sie verliebt sind und das vielleicht sogar denken. Den daraus folgenden Prozess, das Verlieben und wieder geliebt zu werden, kann man sich vorstellen wie eine Straße mit total viel Verkehr. Besser noch, man stellt sich vor, man will diese Straße überqueren. Manche Leute sind sehr schnell drüben, brauchen kaum eine Minute, schwupps, schon haben sie es hinter sich und kommen so schnell nicht wieder. Andere Leute sind dafür zu langsam, zu ängstlich oder einfach zu höflich. Sie bleiben sehr lange auf der einen Seite stehen. Da stehen sie, rennen die Straße frei und heben das Spielbein. Schon naht ein Automobil. Noch könnten sie es schaffen, wenn sie sofort losgehen würden. Aber das tun sie nicht. Das tun sie nie. Sie denken nur nach, wägen ab, gehen erst danach los oder eben nicht. Die von ihnen, die tatsächlich losgehen, werden natürlich überfahren. Werden ausgelöscht auf dem Weg zur sogenannten schönsten Sache der Welt. Die anderen bleiben resigniert zurück, drehen sich um und holen sich an der nächsten Bude eine Wurst und einen Kräuter. Das macht stark. Ich habe schon sehr viele Würste gegessen. Wir können nicht alleine sein. Auf meiner Straßenseite schleiche ich auf und ab, treffe andere, rede ihnen gut zu, sie fassen Vertrauen. Ich höre zu, das kann ich beinahe perfekt, während ich die besten Gelegenheiten verpasse, auf die andere Seite zu kommen. So einige haben sich während des Gesprächs eine Chance witternd abgewandt und sind losgerannt, anstatt zu bleiben. Vielleicht hoffe ich darauf, ja, sicherlich tue ich das, dass sich jemand wegen mir umdrehen würde, gar nicht hinüber wollen würde wegen mir, kaum auszudenken. Wir könnten zusammen Würste essen, sogar ein Menü bestellen, uns gegenseitig mit Pommes füttern, kleine Liebesbotschaften aus Ketchup auf die Pappteller malen. Und dann hätte die Straße ihre Bestimmung verloren. Notwendige Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich mich traue, jemandem unmissverständlich zu zeigen, dass ich ihn mag. Moment, wem? Es gibt in unserer Sprache kein weibliches Äquivalent zu jemand. Deshalb, ich müsste jemander zeigen, dass ich sie mag. Unabhängig davon bin ich unfähig dazu, weil ich nicht sagen kann, was. Und das ist natürlich fundamentaler Bestandteil eines ernst gemeinten Verliebevorschlags.
Das gilt es zu lernen. Keine würde sich in jemanden verlieben, der will an der Straße auf und ab geht, Tipps gibt, zuhört und nach Wurst riecht. Das ist nicht gut. Ich erneuere meinen Wunsch. Ich will wie meine Katze riechen. Ja, hier, wir haben bei Wiener Zettel, das ist sehr gut. Der neue Paragraph 218, das wird jetzt sehr politisch. Detlef. So, Fräulein Schmitz, am kommenden Dienstag um 15 Uhr werden wir Ihren Schwangerschaftsabbruch vornehmen. Ich bin ja so dankbar, Herr Doktor. Sie glauben gar nicht, wie froh ich bin, dass Sie mir keine Schwierigkeiten machen. Aber wieso denn Schwierigkeiten? Die Neuregelung des Paragraphen 218 durch unsere Bundesregierung hat endlich die nötige Klarheit geschaffen. Straffreier Abbruch der Schwangerschaft innerhalb der ersten 3 Monate. Ich bin ja so froh, Herr Doktor. Das sagten Sie bereits. Hier, Ihre Armbinde. Die tragen Sie bis zum Abbruchtermin deutlich sichtbar über der Kleidung am linken Oberarm. Danach für genau 1 Trauerjahr am rechten Oberarm. Eine Armbinde? Ein Zugeständnis an die CSU. Und immer noch besser als die lebenslängliche Tätowierung des rechten Ohrläppchens. Außerdem brauche ich noch den Vor- und Zunamen des Kindesvaters. Wofür denn das? Für den Aushang. Abtreibungen sind ab sofort öffentlich auszuhängen. Beim Standesamt. Wie das Aufgebot bei einer Eheschließung. Ein Zugeständnis an konservative Kreise innerhalb der CDU. Und dort kann dann jeder lesen, dass... Ach, na, wer geht schon täglich zum Standesamt? Zumal ja ohnehin alles in der Zeitung steht. Was steht in der Zeitung? Ihr Name, der Name des Vaters, Adresse, Telefonnummer und der Tag des Abbruchs. Aber so erfährt ja möglicherweise mein Chef aus der Zeitung... Arbeitgeber und Verwandte ersten und zweiten Grades habe ich bereits pflichtgemäß per Rundschreiben über die genauen Termine informiert. Sie haben meine Mutter und allen Verwandten! Das erspart Ihnen die Einladung zur Beerdigung. Wessen Beerdigung? Die abgetriebene Leibesfrucht ist öffentlich zu bestatten. Mit Trauerfeier und Glockengeläut. Ein Zugeständnis an die katholische Kirche. Und überlegen Sie sich schon mal einen hübschen Vornamen für den Grabstein. Heftig. Ja, perfekte Nächte, 100 Tipps gegen schlechten Sex. Der 98. Tipp. Loyalität. Wenn es nicht in den Fingern juckt, dann auf der Zunge. Am schlimmsten aber ist beides zusammen. Du würdest dich selbst nicht als Tratschmaul bezeichnen. Nein, nur wirklich nicht. Im Gegenteil, du kannst sogar sehr gut den Mund halten. Geheimnisse sind bei dir ebenso gut aufgehoben wie in den Tiefen des Ozeans. Du bist die verschwiegenste Person, die du kennst. Doch heute juckt es dich irgendwie nicht nur in den Fingern. Schon greifst du nach deinem Handy, um deine Freundinnen anzurufen und den beiden von deiner neuen Eroberung zu berichten. Von letzter Nacht und den lustigen Geräuschen, die er gemacht hat. Kurz bevor er kam. Und wie niedlich er beim Kommen das Gesicht verzogen hat, als würde er gleich weinen. Und was er dir von seinem letzten Dreier erzählt hat, im schummrigen Licht der Bar hätten seine blondmähnigen Eroberungen noch sehr ansprechend ausgesehen. Doch als sie sich zu dritt bei einer der beiden auf der Couch niedergelassen hatten und sich die großbrüstigen Nüts routiniert ihrer Kleidung entledigten, haben ihn auf einmal der Mut verlassen. Heimlich sei er aus dem Nebenzimmerfenster der Erdgeschosswohnung geklettert und habe sich hasenfüßig aus dem Staub gemacht. Witzig. Hättet ihr kein weiteres Date, würdest du natürlich en detail Bericht erstatten und alles ein wenig ausschmücken, denn du weißt ja, wie lustig so ein Mädchentratsch sein kann. Meist übertreibst du auch ein wenig, um deine Sexkarpaden noch lustiger zu machen. Nur ein wenig. Den Zuhörern zuliebe.
Unbedeutende Abenteuer. Männer, die du nicht wiedersehen möchtest oder dir nur noch eine Weile als Betthasen warm hältst, kannst du vor deinen Freundinnen auseinandernehmen. Macht euch nur lustig. Falls du ihn aber noch öfter treffen möchtest, ihr vielleicht eines Tages ein Paar werdet, halte dich lieber zurück. Du könntest bereuen, bei deinen Freundinnen alles weitergetratscht zu haben. Auf keinen Fall möchtest du dich wie eine Verräterin fühlen. Falls du ihn eines Tages in deinen Freundeskreis integrierst, ist es eher unangenehm, wenn all deine Freundinnen wissen, wie lustig er beim Kommen das Gesicht verzieht und was für putzig unbedarfte Fragen er dir in eurer ersten Nacht gestellt hat. Erzähl ihm das bloß nicht. Für die meisten Männer ist ja allein der Gedanke ein Albtraum, dass ihre Gefährtin ihren hyänenhaften Freundinnen intime Bettgeschichten preisgibt. Du solltest immer zu deinem Partner stehen und loyal sein. Innere Verbundenheit treibt meinen Herzen. Ich durfte dazu, ne? Nase bohren ist schön. Stimmt. Nase bohren ist schön, sagt Philipp. Sagt Elefant. Und Maus, das Nachbarskind, findet das auch. Nur Frosch, der darf das nicht, sagt seine Mama. Deshalb geht Frosch zu Elefant und Maus und fragt, wisst ihr, warum Nasebohren verboten ist? Keine Ahnung, sagt Elefant. Weiß auch nicht, sagt Maus. Das finden wir jetzt heraus, ruft Frosch. Wir fragen gleich mal meine Mama. Warum ist Nasebohren für Frösche verboten? Fragen Frosch, Elefant und Maus. Da bleibt der Finger in der Nase stecken, sagt Frau Frosch, und geht nie wieder raus. Dann gehen sie zu Papa Maus. Ist Nasebohren bei den Mäusen auch verboten? Fragen Frosch, Elefant und Maus. Aber ja, sagt Papa Maus. Gerade Mäuse können davon eine entsetzliche Nasenspitzenwurzelentzündung bekommen. Zuletzt gehen sie zu Mama Elefant. Dürfen Elefanten auch nicht in der Nase bohren? Fragen Frosch, Elefant und Maus. Auf gar keinen Fall, sagt Mama Elefant. Bei Elefanten kann davon der Rüssel abbrechen und der wächst nicht wieder an, der Wolf. Wie furchtbar, wie schrecklich, wie grauenhaft. Dann sollten wir nie wieder Nasebohren, sagen Frosch, Elefant und Maus. Und das versprechen sie sich auf dem Weg zurück zum See. Doch je länger sie über all das nachdenken, desto weniger können sie es glauben. Vielleicht ist Nasebohren gar nicht so gefährlich, wie unsere Eltern sagen, meint Frosch. Kommt! Wir fragen mal die Großeltern dort. Aber als sie bei den Großeltern ankommen, was sehen sie da? Die bohren ja auch in der Nase. Dann stimmt das gar nicht, was unsere Eltern erzählt haben, schimpft Maus. Ich bekomme vom Nasenbohren gar keine Nasenspitzenwurzelentzündung. Und der Rüssel von Elefant bricht davon auch nicht ab. Und der Finger vom Frosch bleibt nicht in der Nase stecken, sagt der Frosch. Dann können wir ja wieder Nase bohren, sagen Frosch, Elefant und Maus. Das tun sie auch. Und es ist schöner als je zuvor. Das ist ja großartig. Dann solltest du auch schon mitgehen. Das ist übrigens dein nächstes Buch, weil da steht extra drin, bitte Detlef lesen lassen. Das ist großartig. Ich bin hier heute auf andere Geschichten als du abonniert. Ich habe jetzt hier das Playbook Spiegelt leicht Mädels klar machen. Das Buch zur TV-Serie How I Ever Met Your Mother. Der Lorenzo von Matterhorn. Erfolgsquote 20%. Zielgruppe, Geschäftsfrauen, immer mit dem Smartphone. Voraussetzungen,
Grundkenntnisse in Webdesign. Vorbereitungszeit, 3/4 eines Fußballspiels. Schwachpunkte, Grundkenntnisse im Webdesign. Die Masche. Erstens, denk dir einen unverwechselbaren falschen Namen aus. Anmerkung. Und zwar sollte man bei der Gestaltung seiner Lebensgeschichte der Fantasie freien Lauf lassen, dabei aber nicht aus den Augen verlieren, dass es die folgenden Qualitäten sind, die Frauen am anziehendsten finden. Wohlstand, Macht, Tierliebe. Hinweise auf eine beträchtliche Penisgröße können nicht schaden. Zweitens, erstelle eine Reihe von Websites, die sich ganz dem unglaublichen Leben deines falschen Ichs widmen und lade sie ins Internet hoch. Drittens, wähle eine Zielperson, am besten eine mit einem wirklich schönen Smartphone. Nähere dich ihr und sage, doch, doch, ich bin's. Sie wird behaupten, sie kenne dich nicht. Tu ungläubig, nenn deinen falschen Namen laut und deutlich. Wenn sie weiterhin sagt, sie habe noch nie von dir gehört, entgegne ihr, was für eine schöne Abwechslung es doch sei, jemanden zu treffen, der kein Autogramm von dir will, der nicht dein Bild, dein Geld oder überhaupt irgendetwas von dir will. Viertens, jetzt verdrückst du dich schleunigst, bringst aber vorher noch einmal deinen Namen an. Fünftens, sobald du draußen bist, wird sie ihr Telefon zücken und den Namen googeln. Wenn sie all die erfundenen Geschichten über dich liest, glüht sie voll Leidenschaft. Sechstens, noch ein paar Minuten fährst du zurück, fragst, ob du ihr eine Tasse Kaffee spendieren kannst. Und die Sache ist geritzt. Zum Winter, ist aber nur ein bisschen lang, ich werde sie nicht ganz lesen, aber diese Geschichte habe ich auch meinen Kindern nicht richtig prima bis, da ich meinen Kindern schon oft vorgelesen. Aber trotzdem eine schöne Geschichte. Hirsch Heinrich. Ein Hirsch fährt nicht gern mit der Eisenbahn. Er reist auch nicht gern mit dem Schiff, ein Hirsch ist am liebsten im Wald. Hirsch Heinrich war wochenlang mit der Eisenbahn gefahren, er hatte eine lange Schiffsreise gemacht. Er war von einem dichten Wald in China bis zum großen Tierpark geschickt worden. Und da wohnte er jetzt. Es ist nicht einfach für einen Hirsch so ohne Wald. Ganz glücklich war Hirsch Heinrich nicht. Dabei waren alle Leute gut zu ihm. Auch der Tierparkdirektor, ein vielbeschäftigter Mann. Aber selbst der Tierparkdirektor konnte keinen richtigen chinesischen Wald herzaubern. Am meisten Spaß hatte Heinrich an den Kindern. Sie standen wie in dichten Tauben vor seinem Gatter, waren bunt gekleidet und freuten sich. Und nur wenn es der Tierpfleger Erich erlaubte, warfen sie ihm eine Moorrübe zu. Erwachsene Leute gingen gelegentlich mit wichtigen Gesichtern am Gatter vorbei und sagten etwa, ein Hirsch mit 10 Zacken am Geweih, ein Zehnender Donnerwetter. Sie sagten es wie Jäger. Und Jäger konnte Heinrich nicht leiden, obgleich er ein höflicher Hirsch war. Die Kinder aber lachten, riefen, Hirsch Heinrich, und hatten ihn lieb. Nur der Paul warf mit Kienäpfeln, aber das störte Heinrich nicht, er hatte Kinder gern. Darum hatte er auch bald den Tierpark gern, denn es kamen viele Kinder in den Tierpark. Da war Hirsch Heinrich glücklich. Als jedoch der Sommer verging, als der Herbst kam, als es gar winterte, kamen immer weniger Kinder in den Tierpark. Das Wetter war nass, und es mussten Weihnachtsgeschenke gebastelt werden. Herr Heinrich wusste das nicht. Er stand am Gatter und wartete auf Kinder. Am 21. Dezember kamen 14 Kinder, recht kleine Kinder, mit einem ganz langen Lehrer. Die Kinder winkten Heinrich zu und der Lehrer sagte, sieht ihr nicht prächtig aus? Er kommt aus China, heißt Heinrich und isst sogar Gurken. Er war ein netter Lehrer. Am 22. Dezember kamen 2 Mädchen mit blonden Zöpfen. Sie waren sehr klein und sehr freundlich und lachten hübsch. Sonst kam niemand. Am 23. Dezember wartete Heinrich lange. Erst spät am Nachmittag kam ein Junge, der trug Ohrenklappen, hatte eine rot gefrorene Nase und warf Heinrich mit Erlaubnis des Tierpflegers eine Moorrübe zu. Dann entschuldigte er sich, weil er im Sommer mit Kienäpfeln geworfen hatte. Es war Paul. Ganz liebevoll fraß Heinrich die Moorrübe. Aber am 24. Dezember, am Weihnachtsabend, war es sehr traurig. Niemand hatte Zeit für Heinrich. Alle Kinder dachten nur an Weihnachtsgeschenke. Es kam niemand.
Nicht einmal ein Erwachsener. Heinrich wartete bis zum späten Abend. Der Tierpfleger Erich war an diesem Tag besonders freundlich. Heinrich aber wartete auf die lustigen, netten Kinder, auf irgendein Kind. Aber es kam weder Paul mit der rotgefrorenen Nase, noch die Mädchen mit den blonden Zöpfchen. Es kam niemand, bis zum späten Abend nicht. Da nahm Herr Heinrich einen Anlauf und sprang über das Gatter. Alle Tiere waren sehr erstaunt. Herr Heinrich aber verabschiedete sich vom Eisbären, vom Löwen, vom Elefanten und vom Kamel. Dann trabte er in die Winternacht. Sachte fiel der Schnee. Hinter den Fenstern der Häuser standen Tannenbäume mit Kerzen. Die Menschen hatten sich den Wald in die Wohnung geholt. Sie schenkten sich gegenseitig Schokolade und Spielzeug und Filzpantoffeln. Die Kinder ritten auf ihren neuen Schaukelpferden und manche Leute sangen sehr alte, traurige Lieder. Die meisten Menschen aber waren fröhlich und aßen Gänsebraten. In dem neuen Altersheim am Rande der Stadt tanzten die lieben alten Omas und Opas einen Schunkelwalzer. Herr Heinrich trabte in den Wald. Er wollte nach China zurück, in seinen heimatlichen Wald. Und er trabte fröhlich dahin. Heinrich schlug mit den Hinterläufen aus wie ein kleines Pferd. Sonst war es eine stille Nacht. Weit ist der Weg nach China. Heinrich trabte und trabte. Es war hübsch anzusehen, wie Heinrich durch den nächtlichen Wald kam. Allerdings wusste er nicht, wie hübsch das aussah. Er hatte ganz andere Sorgen. Der Weg nahm nämlich kein Ende und Heinrich hatte Hunger. Vorbei ging es an Kiefern und Eichen und Birken. Heinrich war ganz allein. War denn gar kein Tier in diesem Wald? Doch, auf einem Eichenast saß eine Eule und machte große Augen. Tief unter ihr zwischen den Wurzeln hielten zwei Igel ihren Winterschlaf. Sie sahen und hörten nichts. Einmal sauste ein später Hase in wilden Haken über den Schnee. Der Fuchs war hinterher. Der Fuchs mit dem langen Schwanz und dem listigen Gesicht. Ganz von Weitem sah Heinrich ein großes und ein kleines Reh. Schnell wie der Wind flüchteten sie davon. So verging die Nacht und vom Osten her graute der Morgen in den Wald. Herr Heinrich war einsam und hungrig. Da machte er sich auf, in die Nähe der Menschen zu kommen. Denn da ist Futter. Kann man an der Stelle aufhören? So kam er an ein kleines, verschlafenes Dorf, das aussah wie zugedeckt vom Schnee. Nur einen alten Kohlstrunk fand er dort. Und als er ihn fressen wollte, wimmelte es gerade vom alten Türmchen, was das Zeug hielt. Nur Heinrich galoppierte weg. Er mochte keinen Lärm, auch nicht von Glocken. Bald kam er an das nächste Dorf. Es sah recht stattlich aus und nicht so sehr verschlafen. Dort fand er eine Rübe, die gar nicht übel war. Als er sich mit großem Appetit daran machte, hörte er heftiges Kläffen von großen Hunden und dann sah er sieben Jäger mit Flinten und einem Bratspieß aus dem Dorf marschieren. Gleich war er Heinrich auf und davon. Die Jäger wischten sich über die Augen. So einen Herrsch hatten sie noch nie gesehen. Kreuzschock, schwere Not, riefen sie, stellten sich im Kreise auf und tranken jeder einen Korn. Herr Heinrich aber kam zum dritten Dorf. Und das sah sehr, sehr prächtig aus. Es hatte neue, bunte Häuser und einen Turm mit einem Windmotor. Dort fand Heinrich einen so prächtigen Kohlkopf, dass ihm das Wasser im Maul zusammenlief. Er knabberte ein zartes Stückchen ab. Da sah er eine Kindergruppe aus dem Dorf spazieren. Ein langer Erwachsener war dabei und leider auch ein Hund. Voll Kummer ließ Heinrich seinen Kohlkopf fahren und flüchtete zum Wald. Er wartete im Tannendickicht und guckte aus seinen großen Augen. Bald kamen die Kinder näher, die sangen das kleine Winterlied. Sachte, sachte fällt der Schnee, wir Kinder, wir haben was zu essen. Im Walde hungert ein kleines Reh, das wollen wir nicht vergessen. Leise, leise geht's in den Wald, wir kommen mit kleinen Gaben. Den Tieren im Wald ist bitter kalt, da geben wir, was wir haben. Tippeltappel, es kommt heran und schmaust den Tier Weihnachtsbraten, da glänzt die Fichte, da schmückt sich die Tann, wir helfen mit guten Taten. Es waren genau 14 Kinder und der Erwachsene war ein lustiger Lehrer. Das waren die Kinder, die den Herr Heinrich im Tierpark gesucht hatten.
Sie trugen mit sich ein Tannenbäumchen. Warum trugen die Kinder ein Tannenbäumchen in den Wald? Am Bäumchen hingen Rüben und Kohlstücke, Maiskerne und Heubüschel. Auch ein Schälchen Salz war dabei und andere Leckereien. Das war für die Tiere des Waldes der Weihnachtsbaum. Die Kinder steckten ihn fest in die Erde. Der Lehrer machte eine Verbeugung zum Walde und sagte, wir wünschen allen Tieren, dass es schmeckt und gute Feiertage. Die Kinder lachten und sangen noch ein Lied. Dann zog das Trüpplein wieder zum Dorf. Der lange Lehrer hinterher. Der Hund bellte in den Wintermorgen und das war das Einzige, was er scheinbar störte. Das ist eine gute Geschichte. Wir machen jetzt erstmal, wir bauen uns eine Atombombe. Oh ja, passt jetzt gerade. Was eine Überleitung. Erstens, besorgen Sie sich zunächst etwa 100 Pfund, also 50 Kilo, waffengeeignetes Plutonium von Ihren örtlichen Lieferanten. Ein Atomkraftwerk oder eine Wiederaufbereitungsanlage empfiehlt sich hierfür nicht, da das Fehlen von größeren Mengen Plutonium die Ingenieure, die dort arbeiten, recht unglücklich machen kann. Wir schlagen Ihnen vor, sich mit der örtlichen Terroristenorganisation oder vielleicht mit den jungen Unternehmern in Ihrer Nachbarschaft. Zweitens, bitte denken Sie daran, dass Plutonium, insbesondere reines, angereichertes Plutonium, ein wenig gefährlich ist. Waschen Sie nach dem Basteln Ihre Hände und Seife mit warmem Wasser und erlauben Sie Ihren Kindern oder Haustieren nicht in Plutonium zu spielen oder es zu essen. Übrig gebliebener Plutoniumstaub eignet sich hervorragend, um Insekten zu vertreiben. Sie können die Substanz gerne in einen Behälter, einen Bleibehälter aufbewahren, wenn Sie auf Ihrem örtlichen Schrottplatz gerade etwas Geeignetes finden, aber eine alte Keksdose tut es eigentlich genau. Drittens, formen Sie jetzt ein Metallbehältnis, in dem Sie die Bombe zu Hause aufbewahren können. Ja? Die meisten handelsüblichen Metallfolien können so gebogen werden, dass man den Behälter als Briefkasten, Henkelmann oder VW Käfer tragen kann. Benutzen Sie keine Alufolie. Viertens, ordnen Sie das Plutonium in zwei Halbkugeln an, die etwa 4 cm voneinander entfernt sind. Benutzen Sie zum Beispiel Packets, um den Plutoniumstaub zusammenzubringen. Fünftens, nun besorgen Sie sich 200 Pfund, also 100 Kilo, Trinitrotolulol. Trinitrotolul, TNT. Ja, das war schon schlimm genug. Jetzt. Ein guter Plastiksprengstoff ist zwar viel besser, macht aber auch viel mehr Arbeit. Also, Ihr hilfsbereiter Hardware-Spezialist wird sich sicher gerne damit versorgen. Sechstens, befestigen Sie das TNT auf den Halbkugel, die Sie in Schritt 4 geformt haben. Falls Sie keinen Plastiksprengstoff bekommen konnten, bitte nimm die ruhig, scheuen Sie sich nicht, das TNT mit Uhu oder Fixorum oder irgendeinem Modellbaukleber festzumachen. Sie können auch gefärbten Klebstoff verwenden, aber man muss hier nicht unbedingt übertreiben. Siebtens, verstauen Sie nun das Ergebnis Ihrer Bemühungen aus Schritt 6 in dem Behälter aus Schritt 3. Benutzen Sie jetzt einen starken Klebstoff, wie zum Beispiel Acrylkleber, um die beiden Halbkugeln sicher im Briefkasten zu befestigen. Sie vermeiden so eine zufällige Detonation, die durch Vibrationen oder falsche Behandlungen ausgelöst werden könnte. So klar. Achtens. Um die Bombe zur Explosion zu bringen, besorgen Sie sich eine Fernsteuerung, wie man sie für Modellflugzeuge und kleine Autos verwendet. Mit geringer Mühe kann man einen ferngesteuerten Kolben bauen, der auf eine Sprengkapsel schlägt und so eine kleine Explosion auslöst. Diese Sprengkapseln finden Sie in der Elektroabteilung Ihres Supermarktes. Wir empfehlen Platzbald, weil dies pfannfreie Einwegkapseln sind. Ja, Platzbald. Neuntens. Verstecken Sie jetzt die fertige Bombe vor Nachbarn und Kindern. Ihre Garage ist dafür ungeeignet, weil sie meist sehr feucht ist und die Temperatur erfahrungsgemäß stark schwankt. Es hat sich gezeigt, dass Atombomben unter instabilen Bedingungen spontan detonieren. Der Geschirrschrank oder der Platz unter der Küchenspüle ist dagegen vorzüglich geeignet. Jetzt sind Sie der stolze Besitzer einer funktionstüchtigen thermonuklearen Bombe.
Sie ist der Partygag und dient im Notfall der nationalen Verteidigung. So funktioniert es. Im Prinzip wird die Bombe gezündet, wenn das explodierende TNT das Plutonium zu einer kritischen Masse zusammenfasst. Die kritische Masse führt dann zu einer Kettenreaktion, ähnlich derjenigen umfallender Dominosteine. Die Kettenreaktion löst dann prompt eine große thermonukleare Reaktion aus und schon haben sie ihre 10 Megatonnen Explosion. Vorschau. Im nächsten Monat werden wir zeigen, wie man die Frau seines Nachbarn in 6 einfachen Schritten, und hier hört die Seite auf. Also du könntest jetzt die Kochzeitberechnung eines Eis mit der dazugehörigen Formel lesen. Du könntest lesen, die Wahrheit über Deutschland steht Touren für Besserwisser, die VED Indianer der Indianer in Leipzig. Ja. Hier geht's los, Indianerwissenschaftler. Ja. Indianerwissenschaftler schätzen, dass im Großraum Leipzigs noch immer mindestens 10 verschiedene Indianerarten anzutreffen sind. Unter anderem die Apachen, die Iroquesen oder die Miltitz. Die Idee der Indianerei stammt ursprünglich von Horst Mahler, dem Urvater aller Indianer. Und man kann sicher vieles über Mahler denken, aber eins muss man ihm lassen. Die Idee der Indianerei ist großartig und genial zugleich. Mahler wollte diese immer als Kontrapunkt zum hektischen Treiben der Gesellschaft verstanden wissen. Und wer weiß, vielleicht hätte sie sich durchgesetzt, wäre die Zeit eine andere gewesen oder vielleicht auch nur der Ort. Denn damals war Leipzig noch nicht dieses aufgeklärte Fleckchen Erde, was es heute ist. Anfangs überforderte die Indianerei den Ostdeutschen, denn ihre Grundmaxime ist die Freiheit. Ihr huldigt den Indianer beispielsweise dadurch, dass er ständig nackt ist. Sein einziges Zugeständnis an die Regeln der Gesellschaft ist ein kleines Läppchen vor dem Gemächt. Der Indianer arbeitete nicht, sondern ernährte sich stattdessen von Gebüsch und den wenigen freilaufenden Tieren in Leipzig, wo die erste Indianersiedlung der Welt an der Karl-Liebknecht-Straße entstand. Noch immer erinnert ein Denkmal daran. Wo heute Straßenbahnschienen liegen, fand sich früher eine Eisenbahnlinie, die der Indianer nach Lust und Laune überfallen konnte, um sich und seinen Stamm so mit dem Notwendigsten zu versorgen. Hinzu kam, dass hier ausreichend Platz vorhanden war und die Indianer von den Bewohnern geduldet wurden. Ja, diese fast froh schienen, dass sie durch das bunte Indianertreiben aus ihrem Alltagstrott gerissen wurden. Anfangs bestand die erste Indianersiedlung nur aus Horst Mahler und seiner Frau Sabine. Später stießen andere Indianer hinzu. Angelockt vom Reiz des Neuen und der euphorischen Freude, die dieses stets geschminkte Volk auszusenden schien, waren es nicht gerade wenige Leipziger, die sich spontan der Indianerei anschlossen. Am Wochenende feierte man laut und ausgelassen, und eine Art Vorläufer des späteren Swingerclubs etablierte sich früh in der Leipziger Südvorstand unter Leitung Mahlers. Neben dem Handel mit selbstgemaltem, selbstgetöpfertem und selbstgebartigtem war es eben jenes Etablissement, das den Indianern ein Auskommen bescherte. Denn dort gingen auch Menschen wie du und ich ein und aus. Meist nur, um bei einem Schnäpschen dem Indianer beim Schnackseln zuzusehen. Jahre lebten die Indianer glücklich auf diesem Gebiet. Selbst Adolf Hitler, der zwar alles Andersartige erst einmal grundlegend verachtete, bevor er es dann hasste und vernichtete, duldete die Indianer. Denn wie er selbst sagte, spüre auch er in sich einen gewissen Hang zur Indianerei. Und was er selbst empfinde, könne nicht verkehrt sein und andersartig schon einmal gar nicht. Erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges entdeckte der Amerikaner die Indianer und lockte sie mit falschen Versprechungen in sein Land, wo man noch heute Unsummen mit Hochglanz-Indianer-Filmen verdient. Spätestens seit dieser Zeit geht es den Indianern in Leipzig nicht mehr so gut. Irgendwie halten sie sich über Wasser, nicht zuletzt wegen der anständigen Bürger, die Speisereste in die Natur schmeißen, damit diese sich davon bedienen können.
Darüber hinaus vermietet sich der Indianer heute für besondere Anlässe wie Hochzeiten oder Konfirmationen, wo er dann verrückt tanzt oder einfach nur halb nackt und geschminkt unter dem Tisch der Gesellschaft kauert. Du Spast. Die Schüler haben ein neues Wort. Das Wort heißt Knecht. Wer früher ein Opfer, ein Hund, eine Missgeburt oder ein Spast war, ist heute ein Knecht. Gebraucht wird dieser Ausdruck einfach nur als eine Art Feststellung. Erol zu Mohammed. Hakan glaubt, dass es World of Warcraft auf Türkisch gibt. Mohammed, Knecht. Oder Kevin zu Sabine. Stefan, geh zu Mathe. Sabine, Knecht. Könnte man denken, schön, dass die Schüler wieder alte deutsche Begrifflichkeiten benutzen. Nach Knecht kommt vielleicht noch Markt, Abt oder Amme. Sie sind also endlich in Deutschland angekommen, benutzen mittelalterliche Wörter und merken es nicht mal. Ich schätze, dass die Schüler gar nicht wissen, was ein Knecht ist. Leider habe ich sie noch nicht gefragt, aber ich bin schon sehr gespannt, welche Definitionen sie mir anbieten werden. Unsere Schüler haben nämlich die Angewohnheit, Wörter zu verwenden, deren Bedeutung sie nicht kennen oder noch besser, deren Bedeutung sie völlig falsch interpretieren. Eine der Lieblingsbeschimpfungen aller Schüler ist ja Spast. Jedes Mal, wenn ich das Wort höre, frage ich die Schüler, weißt du denn, was ein Spast ist? Und ich bekomme immer die gleiche Antwort. Ja klar, ein Spast ist ein kleiner Vogel. Steht ein riesiger arabischer Schüler vor mir, wahrscheinlich mit Totschläger und Messer in der Tasche und einer fetten Schüler- und Polizeiakte und denkt, ein Spast sei ein kleiner Vogel. Und das Komische daran ist doch, dass er kleiner Vogel auch noch allen Ernstes als Schimpfwort benutzt. Ist nur so. Und du meinst wirklich, dieses Schimpfwort ist so schlimm, dass sich jemand darüber ärgert? Meistens fällt ihnen darauf nichts mehr ein und sie fragen etwas verunsichert, was heißt dies denn? Na, kleiner Vogel heißt es jedenfalls nicht, aber benutze ruhig weiter Wörter, deren Bedeutung du nicht kennst, das Zeug von unheimlicher Intelligenz. Damit lasse ich sie stehen und wahrscheinlich flüstern sie mir ein, ist die hässlich oder Hurentochter hinterher. Was eine Hurentochter ist, wissen sie alle. Also wir haben schon diese, ich glaube, das sind hier mehrere Lehrergeschichten. Haben wir hier noch andere? Detlef, willst du auch eine davon? Also hier ist das was oder hier? Wir müssen menschlicher werden. Ich nehme das auch aus der Reihe. War bei den gleichen Zetteln dabei. Ich kombiniere mal, messerscharf, Kollege. Ja, auf die ganze Zeit klingt da aus, als wir immer die schwierigen Sachen hier. Nein, weiß ich nicht. Ich habe ja nicht reingeguckt. Da weiß ich doch nicht, was du hier eigentlich machst, wenn ich lese. Nicht reingucken. Wir müssen menschlicher werden. Immer wieder frage ich mich, warum uns die Schüler nicht als Menschen wahrnehmen. Liegt es vielleicht daran, dass ich durch Schüler wie Mehmet bereits total wahnsinnig rüberkomme? Wenn ich sie auf der Straße oder im Bus treffe, tun sie so, als sähen sie einen Außerirdischen, der gerade gelandet ist. In ihren Blicken kann ich lesen, Frau Freitag geht einkaufen, Lebensmittel, sie ist doch Lehrerin, wozu braucht sie Lebensmittel? Ich war ja als Schülerin nicht anders. Ich habe meinen Lehrer mal auf einem Fahrrad gesehen. Ein für mich seltsames, fast erschreckendes Bild, das sich auf Ewigkeiten in mein Hirn gebrannt hat, wie der Anblick eines spektakulären Autounfalls. Warum sehen uns die Schüler nicht auch als Menschen, sondern nur als fleischige Erfüllungsgehilfen der Bildungspolitik? Sind wir für die Schüler Bioabfall der Schule? Die Antwort ist ganz einfach. Wir sind für sie nur Lehrer und keine Menschen, weil wir immer nur lehrerlich und nie menschlich reagieren. Wir nennen das pädagogisch, aber die Schüler denken, lernen und wieder, typisch Lehrer. Hier ein paar Beispiele. Schüler kommt 10 Minuten nach dem Klingeln in den Unterricht. Lehrerreaktion. Schüler, der Unterricht hat bereits vor 10 Minuten begonnen. Du bist zu spät. Das ist nicht das erste Mal. Die Verspätungen werden auf deinem Zeugnis erscheinen und das ist dein Bewerbungszeugnis. Du musst dich bemühen, pünktlich zu sein.
menschliche Reaktion. Du bist ja schon wieder zu spät. Das nervt so dermaßen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe bereits mit dem Unterricht angefangen. Vielen Dank für die Störung. Jetzt raus und mach die Tür hinter dir zu, damit wir hier weitermachen können. Schüler A beleidigt immer wieder Schüler B. Lehrerreaktion. Schüler A, lass bitte Schüler B in Ruhe. Der hat dir gar nichts getan. Ich möchte diese Ausdrücke hier nicht hören. Ihr versteht euch doch sonst so gut. Was ist denn heute mit euch los? Menschliche Reaktion. Was hast du gerade zu ihm gesagt? Ist ja witzig. Ja, stimmt. Er ist auch voll dick. Aber guck dich mal genauer an. Du hast ja die übelsten Pickel. Was willst du mit seiner Mutter machen? Warte mal, ich gebe dir ihre Telefonnummer. Ich wähle schon mal. Sag ihr das doch gleich selbst. Lehrer, das hat übrigens meine Frau wirklich mit ihren Kindern gemacht. Meine Frau ist Lehrerin und die hat genau diese Sachen so, die menschliche Reaktion. Und ich denke dann mit so einer Birne. Lehrer sagt, Schülerin soll den Raum verlassen. Schülerin geht nicht. Lehrer nimmt die Tasche der Schülerin und will die schon mal vor die Tür stellen. Schülerin springt auf und schreit, fass die nicht an! Lehrerreaktion, Tasche loslassen, schlechtes Gewissen. Als Lehrer darf ich das Eigentum der Schüler nicht berühren. Gang zum Pult, Eintrag ins Klassenbuch. Menschliche Reaktion. Warum soll ich deine billige Plastiktasche nicht anfassen? Ist die kontaminiert oder was? Und was tutst du mich überhaupt, du blöde Schlampe? Pass mal auf, wie du mit mir redest. Die Tasche greifen und vor die Tür schmeißen. Dann die Schülerin am Arm nehmen, muss ja nicht doll sein, ausführen. Schülerin beleidigt Lehrer, flüstert vor sich hin, ist die hässlich, voll behindert, ich hasse sie, wie die aussieht. Lehrerreaktion, so tun, als hört man es nicht, weiter unterrichten, sich den ganzen Nachmittag schlecht fühlen, später darüber grübeln, was die Schülerin gegen einen hat. Was hat man falsch gemacht? Menschliche Reaktion, hingehen und wortlos eine scheuern. Eine gibt es noch, wollen wir die noch machen? Davor meine ich, von den Lehrern? Außerhalb der Schule geht ja gar nicht. Was heißt denn das? Was ist das denn für ein Druckfehler, Mensch? Ist einfach hier scheiße, du Computerkacke. Klasse nervt mich nur mit Essen und Trinken während des Unterrichts. Ab und zu blamieren sie mich auch. Wenn sie mich blamieren, hasse ich sie. Wenn sie mich blamieren, denke ich, eure Abschlüsse sind mir scheißegal, ihr Deppen, wandert doch in ein langweiliges Hartz-IV-Leben. Ich werde keinen Finger mehr für euch krumm machen. Ihr könnt mir den Buckel runterrutschen. Kommt, fragt mich mal nach einer Klassenfahrt. Kommt, fragt mal, dann lache ich euch nur ins Gesicht und sage, Klassenfahrt mit euch? Auf keinen. Wenn sie mich mal wieder blamiert haben, dann marschiere ich im Stechschritt vor ihnen her und warte nur an den Straßen, weil das meine Pflicht ist. Wenn sie mich dann ansprechen, antworte ich nur einsilbig und gehe sofort in eine andere Richtung, sobald wir das Schulgebäude betreten haben. Erstmal eine rauchen, erstmal runterkommen, mich bei den Kollegen ausholen. Wie haben Sie die denn jetzt schon wieder blamiert, Frau Freitag? Indem Sie sich wie Vollidioten benommen haben. Wir waren in der Öffentlichkeit und das vertragen Sie schlecht. Sie benehmen sich im öffentlichen Raum wie gehirnamputierte, kulturlose Affenmenschen. Wenn Ihnen jemand was erzählen will, was Sie eigentlich interessieren sollte, denn es ging um Sie, um Ihre verdammte Zukunft, dann quatschen sie miteinander, hören heimlich Musik, spielen mit ihren Handys, schreien, hören irgendwelchen Mist in den Raum und ich sitze dazwischen, ermahne sie dreimal, zweimal nett, einmal etwas lauter, aber es nützt nichts. Dann gebe ich auf und gucke mir das Schauspiel an, schäme mich, fange innerlich an, sie zu hassen, hoffe, dass die Zeit schnell vorbeigeht und entschuldige mich bei dem Schulfremden, der meiner Deppenklasse etwas beibringen wollte. Den ganzen Rückweg zur Schule denke ich, Arschloch. Manche merken, dass ich sauer bin und halten sich von mir fern.
Marcella merkt einfach gar nichts mehr und schreit auch noch im Bus rum, bis ich frage, ob sie mich nicht schon genug blamiert hätte und mich wenigstens zwei Stationen die Klappen halten könnte. Ihre Antwort: Aber Frau Freitag, es weiß doch niemand, dass Sie zu uns gehören. Doch, das wissen alle. Denn das sieht man an meinem Gesicht. Und jetzt überlege ich schon seit Stunden, wie ich Ihnen morgen gegenübertreten soll. Erst habe ich an eine herzzerreißende Ansprache gedacht. Ich bin sehr enttäuscht. Ich fühle mich total blamiert. Und so weiter. Aber jetzt denke ich, dass ich morgen die Fräulein-Krise-Methode anwenden werde. Ich werde mich bei Ihnen entschuldigen. Dafür, dass ich Ihnen zugemutet habe, an einen Ort zu gehen, an dem Sie sich mit Ihrer Zukunft beschäftigen sollen. Sorry. Kommt nie wieder vor. Das habe ich mir nur dabei gedacht. Ich schwöre, ich werde euch nie wieder auf Ausbildungsmöglichkeiten oder Berufswahl ansprechen. Ich verspreche es euch nie wieder. Dann am Tag danach, Auftritt Frau Freitag, freundlich empfängt sie ihre Klasse, hört sich geduldig dies und das an, antwortet sanftmütig und bittet die lieben Kleinen, sich nach den Klingeln auf ihre Plätze zu begeben. Ich möchte gerne noch etwas zu gestern sagen. Die Klasse schweigt. In manchen Augen sehe ich so etwas wie ein leicht aufflackerndes Schuldbewusstsein. Ich möchte mich bei euch entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich gestern mit euch bei dieser Veranstaltung war. Ich dachte irgendwie, dass euch das interessiert, aber das war mein Fehler, nicht eurer. Ich dachte, dass ihr in der 9. Klasse ein Interesse an eurer Berufswahl hättet, aber dann fiel mir ein, dass die meisten von euch ja gar keine Berufsberatung brauchen. Miriam, du heiratest ja sowieso einen reichen Mann, warum solltest du da einen Beruf lernen? Abdul? Ich bin gerade voll im Flow, da unterbricht mich Peter, der direkt vor meiner Nase sitzt. Aber Frau Freitag, wenn man verheiratet ist, dann muss man doch auch einen Beruf haben. Das kostet doch auch alles Geld, also die Hochzeit, das Brautkleid, der Kuchen. Bei Moslems braucht man aber kein Geld, da bezahlt das alles die Familie. Klärt ihn Elif auf. Weg war mein Flow. Ich flüstere Peter zu, dass man natürlich auch arbeiten kann und sollte, wenn man verheiratet ist. Zum Glück sitzt Miriam ganz hinten und bekommt von der kurzen Unterbrechung nichts mit. Also versuche ich mit meiner Predigt fortzufahren. Und du, Sabine, klar, bist du frustriert. Deine Schwester macht gerade das Abitur, dein Bruder den Realschulabschluss und du wirst nicht mal die 9. Klasse schaffen. Schaff ich wohl, murmelt Sabine in ihrem Schal. Nach und nach erkläre ich allen Schülern, warum ich total verstehen kann, dass sie nicht mit der eigenen Berufswahl sich damit nicht auseinandersetzen. Als ich fertig bin, meldet sich Abdul. Frau Freitag, warum glauben Sie eigentlich, dass wir das alle nicht schaffen? Abdul, weil ich eure Noten gesehen habe. Aber Sie machen immer alles in diesen Noten fest. Süß. Ich grinse. Ja, woran soll ich das denn sonst festmachen? Eure Noten sind doch das Entscheidende für euren Abschluss. Ja, aber Sie denken ja immer, wir hätten noch diese Noten von vor dem Elternsprechtag. Sie sollten unsere Noten mal jetzt sehen. Aber Sie würden staunen. Abdul lehnt sich zufrieden zurück. Ja, Frau Freitag kriegt voll Schock, wenn sie die Noten sieht. Samira meldet sich. Frau Freitag, ich schwöre, auf dem nächsten Zeugnis wird niemand mehr so viele Ausfälle haben, dass er sitzen bleiben muss. Oh, na, das wäre ja was. Ich fange an, davon zu träumen, wie ich bei der Zensurenkonferenz lauter Realschulprognosen verlesen darf und mich die Kollegen alle missgünstig angucken und tuscheln. Okay, dann legen wir mal los. Heute die indirekte Rede. Wer hat sowas oder sowas ähnliches schon mal gehört? Sofort geht die Finger hoch und wir verbringen eine super Grammatikstunde, in der wir alle viel gelernt haben. Also ja, wir haben hier noch so ein paar von den Kindergeschichten gleich. Damit, das machen wir auch gleich noch, da habe ich dann auch noch was. Da hat jeder noch eine Kindergeschichte gleich. Weil wir haben noch Hase und Bär, oben ohne, unten ohne, und wir haben noch Schnuddel. Schnuddel! Ah, aber wir können natürlich vorher die kleine Anekdote zur kölnisch-düsseldorferischen Freundschaft noch erzählen. Sprichst du Kölsch? Ich glaube nicht, aber das machst du nicht. Ich mache das nicht lang, oder was? Nein. Nee. Du sprichst das
halt so Kölsch, wie du dir Kölsch vorstellst. Keine Ahnung. Im Moment habe ich keinen Plan. Ja, wenn man Milovic. Ja, aber da fällt mir hier nichts drin jetzt in den Kopf. Nee, nee. Na gut, ist doch scheiße, ja, oder? Jeder Rheinländer weiß, wie grün sich die Düsseldorfer und die Kölner sind, aber 15. Krieg im Neandertal sowie 3. Düsseldorf, keine Ahnung, in Klammern steht das hier, die einzig wirklich existierende harte Grenze in Europa, die Kölschgrenze oder aus Düsseldorfer Sicht die Altgrenze, ist immer durchlässiger geworden. Menschen fahren immer häufiger von Düsseldorf nach Köln, manchmal sogar umgekehrt. Es soll sogar eine namhafte Kölschbrauerei geben, die ihr Bier in Düsseldorf in Flaschen abfüllen lässt, weil sie über keine eigene Anlage verfügt. Die entsprechenden Transporte werden zurzeit zwar noch nachts durchgeführt, aber das wird sich bald ändern, wenn alle Brauereien den Dortmundern gehören. Man sieht also positive Anzeichen einer menschlichen Annäherung und eines wirtschaftlichen Zusammenwachsen, wie es sich für zwei, wenn auch grundverschiedene Demokratien gehört. Dazu passt folgende Anekdote, die mir, das muss ich einschränkend betonen, ein Westfale erzählt hat. Drei Väter warten in einem Krankenhaus darauf, ihre neugeborenen Kinder sehen zu dürfen. Ein Düsseldorfer, ein Kölner und ein junger Vater aus dem Senegal. Da kommt die Stationsschwester herein und sagt: Meine Herren, das tut mir furchtbar leid. Die drei Geburten waren so gleichzeitig, dass mir die Kinder verwechselt haben. Wir wissen einfach nicht mehr, welches Kind zu wem gehört. Und da haben wir uns gedacht, wissen Sie was, suchen Sie sich einfach eines aus. Und führt die Väter zu den drei friedlich schlummernden Säuglingen. Mit schnellen Schritten tritt der Kölsche vor und nimmt mit sicherem Griff das schwarze Kind in den Arm. Entgeistert starrt ihn die Schwester an und sagt: Aber das kann doch unmöglich Ihr Kind sein. Das nicht, sagt der Kölsche. Das ist das einzige Pens, der mit Sicherheit nicht an der Düsseldorfer gibt, ne? Also das nicht, ne? Aber das ist das einzige, das mit Sicherheit nicht der Düsseldorfer gibt. Und dann ging er. Das ist ja toll. So, jetzt kommen wir zu unseren drei Märchen, Abschlussmärchen hier. Hase und Bär. Ein Hase wird von einem Bären durch den Wald gejagt. Auf einmal macht es Bling und eine gute Fee erscheint. Sie verspricht jedem drei Wünsche, die aber nicht wieder rückgängig gemacht werden können. Der Bär wünscht sich als erster was. Ich wünsche mir, dass alle Bären in diesem Wald Weibchen sind. Und ich bin der einzige Mann. Bling! So passiert's. Der Hase: Ich wünsche mir ein Motorrad. Bling! Steht ein neues Motorrad vor ihm. Der Bär wieder: Ich wünsche mir, dass alle Bären in ganz Europa Weibchen sind. Und ich bin der einzige Mann. Pling! So geschieht's. Der Hase: Ich wünsche mir ein Motorradhelm. Pling! Hat er einen neuen Helm in der Hand. Der Bär wünscht sich seinen letzten Wunsch. Ich wünsche mir, dass alle Bären auf der ganzen Welt Weibchen sind. Und ich bin der einzige Mann. Bling! Der Hase steigt aufs Motorrad, setzt den Helm auf, startet es und spielt mit dem Gas. Dann sein letzter Wunsch. Und ich wünsche mir, dass der Bär schwul ist. Aber trotzdem.
gibt ja weiter einen Blasmotor hier. Einmal hatte Schnuddel ein Tandem. Rot. Ein Tandem ist, wenn vorne einer sitzt und hinten einer sitzt und beide treten. Dann fährt es. Das Gute bei einem Tandem ist, dass man einen Freund mitnehmen kann. Das Schlechte, dass man aber auch einen Freund haben muss. Einen, der obendrein lange Beine hat, die bis zu den Pedalen reichen. Und er muss Lust haben zum Tandemfahren. Nun hat Schmuddel mehrere Freunde. Sein bester Freund ist der Kanari. Aber der Kanari wollte nicht, denn er hatte selbst ein Fahrrad. Schnuddels beste Freundin ist Schnuddelpferdchen. Ich fahre mit, sagte Schnuddelpferdchen. Aber leider waren ihre Beine zu kurz, reichten nicht an die Pedale. Schade, sagte Schnuddel. Schade. Dann ist da noch Schnuddels Schwester Schnuddelsusitz. Kam nicht in Frage, denn Schwestern sind zu frech und aufsässig. Nun wohnte aber nicht weit weg der Hase Rudi, ein ziemlich dummer Kerl, ein wohnt im Wald und weiß von nix, der alles, was er tun soll, genau andersherum macht. Verkehrt sozusagen. Sagt einer nein, dann sagt er ja. Sollte er Heu holen und arbeiten, legte er sich auf die Schaukel. Und zu diesem Hasen Rudi ging Schnuddel, nahm das Tandem mit und stellte sich vor seine Wohnung. Was hast du denn da? Fragte Rudi. Geht dich nichts an. Geht mich doch was an, sagte Rudi. Ist das ein Fahrrad? Sag mal. Nein, sagte Schnuddel. Dann also ja, sagte Rudi und schnupperte an den Reifen, an den Lampen und am Gepäckträger. Bricht auch wie ein Fahrrad. Es ist, sagte Schnuddel, zwei Fahrräder zusammen. So wie ein Fahrrad allein, aber für zwei Personen zum Treten. Und der Starke fährt vorn. Verstehst du das? Jawohl, sagte Rudi, denn er hatte es nicht verstanden. Ich bin der Starke. Ich fahre vorn. Nein, sagte Schnuddel. Ja, nein. So ging das hin und her, bis Rudi vorn fahren durfte. Und genau das hatte Schnuddel gewollt. Als der Hase Rudi aufsteigen sollte, stellte er sich schon so dumm an, wie er auch war. Probierte es erst von der einen Seite, dann von der anderen, bis er endlich saß. Schnuddel setzte sich gemütlich nach hinten und Rudi trat in die Pedale, dass ihnen der Wind um die Ohren pfiff. So fuhren sie wie auf einem Rad mit Motor und Rudi war der Motor. Schnuddel hatte den Rudi-Motor erfunden. Es muss wohl nicht gesagt werden, dass Schnuddel gar nicht trat. Seine Beine waren sowieso zu kurz. Bald trafen sie die fröhliche Ente, Kasper Mütze und das kleine Schwein. Da möchten wir gerne mitfahren, riefen die drei Leute. Geht leider nicht, sagte Schnuddel. Rudi ist zu schwach. Schwach? Rief Rudi. Nie und nimmer bin ich schwach. Steigt nur auf, Kameraden. Und sie stiegen auf. Genau das hatte Schnuddel gewollt. Rudi trat in die Pedale. Nun japste er schon ein wenig. Dann kamen sie bei Dr. Horstmann vorbei. Er blies mit seiner Frau Trübsal. Na, rief Schnuddel, wie schade, dass Rudi schon müde ist. Sonst könntet ihr mit uns einen kleinen Ausflug machen. Ein Ausflug wäre eine gute Erholung für euch. Ich bin nicht müde, rief Rudi. Steigt auf, Freunde. Da stiegen Dr. Horstmann und seine Frau auf und Rudi trat in die Pedale. Nun japste er schon etwas lauter. Dann trafen sie Seifried. Seifried mit dem Bügelbrett. Ihr fahrt doch nicht etwa nach links, Leute, rief Seifried. Nein, nein, nach rechts, rief Rudi. Also umgekehrt, denn sie fuhren nach links, ganz einfach und klar. Könnte ich mitfahren? Fragte Seifried. Ich und mein Bügelbrett, denn genau da wollte ich hin. Nein, sagte Schnuddel zum Schein und Rudi sagte, ja.
Seifried stieg auf, legte das Bügelbrett quer und schon hatten alle Platz auf dem Tandem und Rudi trat in die Pedale. Nun japste er schon sehr. Da kam der Fuchs hinterher. Nehmt mich doch mit, Kameraden, meine neuen Schuhe drücken. Als Rudi den Fuchs hörte, trat er so in die Pedale, dass sie doppelte Fahrt machten, denn vor dem Fuchs fürchtete sich wohl jeder Hase. Und nun rief Schnuddel immer, wenn er schneller fahren wollte, so halte doch an, Rudi, der Fuchs will aufsteigen. Dann legte Rudi los, als ginge es um sein Leben. Sie fuhren über die Landstraßen, bis es Abend wurde, dann kehrten sie um. Als der Hase zu Hause ankam, war er so müde und schwach, dass er nicht mal mehr ins Bett gehen konnte. Und zwei mussten ihn tragen. Aber er hatte an diesem Tag viel gelernt. Er war nicht mehr so dumm wie zuvor. Das spürte er an seinen Muskeln. Als Schnuddel am nächsten Tag wiederkam und sagte, heute muss ein Starker sitzen, ja, vorne. Leider bist du ja nicht stark. Da sagte Rudi, da hast du ganz recht. Ich bin nicht stark. Ich sitze hinten. Nun wusste Schnuddel nicht mehr weiter, denn damit hatte er nicht gerechnet. Zum Glück setzte sich Seifried freiwillig nach hinten. Quatsch, nach vorn. Hinten trat Kasper Mütze in die Pedale und so fuhren sie wieder den ganzen Tag über das Land. War Kasper Mütze müde, löste ihn auch einmal der Hase Rudi ab. Hin und wieder, feindlich und nicht zu oft. War Rudi müde, kam das kleine Schwein an die Reihe. Und so fuhren sie jeden Tag, so lange, bis sie das ganze Land kannten. Wer mitfahren wollte, den nahmen sie mit. Eine schöne Zeit für sie alle. Oh. Oben Krone, unten ohne. Von Anne Cray. Eine Huldigung des guten Königs Dagobert, der sein Höschen immer verkehrt herumzog. Es war einmal ein König, der König Dagobert, der trug sein Unterhöschen immer zu verkehrt. Kein Wunder, dass bei Tag und Nacht ein jeder im Königreich über ihn. Das verhagelt ihm, man höre und staune, ganz gründlich die königliche Laune. Es war ein Kreuz mit dem Ding, dass es sich jedes Mal verfing. Das ist ganz und gar unköniglich, zittert der Abt Emmerich. Mit nacktem Popo, oh welch ein Hohn, die Leute alle lachen schon. Da schnaubt der König. Sakra, es reicht, ich brauche eine Hose, die keiner gleicht. Aus edelsten Stoffen, so wunderschön, dass euch Lästern und Spotten vergehen. Abt Emmerich rät Dagobert nur, voll Wunder steckt doch Mutter Natur, dort werdet ihr sicherlich fündig bald. Flugs läuft Dagobert Richtung Wald. Wem gehört dies Höschen? Hier und eine Raupe. Majestät, ich schenk's euch doch, seh ich betroffen. Naja, ihr Schlips, der ist halt etwas offen. Ihr riskiert, denke ich, auch eine Erkältung am Bauch. Peinlich. Da hat der Tausendfüßler recht. Raupe, Tausendfüßler, egal. Dies Höschen sitzt doch wirklich schlecht. Wem gehört dieses Höschen? Aua! Aus! Königliche Hoheit, seid gescheit! Wollt ihr ein Piekshöschen, mit dem ihr nur schreit? Ihr seid Igel abgebildet. Euer Allerwertester wäre schon bald ein Sieb, selbst jetzt unmöglich, wer euch das liebt? Eine Sache, die dem König ins Auge sticht. Nein, so ein Höschen will er nicht. Wem gehört dies Höschen? Majestät,
Rindelschwänzchen in roter Rot. Ihr seht damit aus wie ein Ponyboot. Schnell, gebt das Hühnchen wieder her. Hier ist ein Schwein abgebildet. Das ärgert König Dagobert aber sehr. Ist mir wurscht. Von so dicken Wutzen lasse ich mich doch nicht runterputzen. Wem gehört dieses Höschen? Höschen, alte Daus, spricht mich wie Kohl. Noch der Elefant hier, ja? Versucht noch größer als dein Haus. Geh noch lieber wieder heim. Der Schluck von dir ist mein. Dagobert hört gar nicht zu. Dickhäuter, lass mich in Ruhe. Wem gehört dies Höschen? Sehr. Die Giraffe, eine Giraffe ist ja abgebildet. Blitzekleiner König, um ein Höschen zu tragen, müsstest du nach einer Leiter fragen. Die Beine kurz, die Füße klein, nein, da passt du niemals rein. Dagobert wird rot vor Wut. Schnack dir den Plunder an den Hut. Rüschen sind doch völlig out, schreit der kleine König laut. Wem gehört dies Höschen? So eine kleine Tasche. Kängurus hier. Dem Weltmeister im Schwergewicht klaut man die Boxershorts doch nicht. Wir regeln das im Ring, du Flo. Ruckzuck hau ich dich K.O. Der König hat die Nase voll. Eine Runde Boxen? Nicht so toll. Dem Vieh hätte er schon was gesetzt. Hat er Angst, dass er es verletzt. Wem gehört dies Höschen? Ich weiß nicht, was das ist. Köstliche Hoheit, wenn ihr mich fragt, finde ich es so sehr gewagt und gar nicht schicklich für den Thron, schälen das Höschen von einem Python. Verschieht euch lieber, trödelt nicht lange. Zischelt böse die Riesenschlange. Dagobert, ein ganzer Mann, nimmt Reis aus, so schnell er kann. Wem gehört dies Höschen? Sofort gibst du mir. Nee. Das ist ein Krokodil, wir machen mal Semmelrock mit dir. Sofort gibst du mir meine Fische Krokodiler Unterwäsche. Der König brüllt: Du grüne Flasche, aus dir mache ich eine Damentasche. Gleich lernst du mich mal richtig kennen. Doch klüger ist es, fortzurennen. Wem gehört dies Höschen? Oh, man sieht hier so ein Lärm. Ich glaube, es ist ein Wolf. Und ein Bär? Wie konntest du es wagen, mein Fell zu tragen? Sieh's aus. Mit Butter bist du sonst Futter. Dagobert wird still. Nichts läuft, wie ich will. Ich brauche eine Pause und gehe nach Hause. Doch schon wird's schwarze Nacht im Wald. Dem kleinen König ist bitterkalt. Den Weg weiß er nicht mehr und das schon lange. Dagobert ist es Angst und Bange. Ihm fehlt sein Schloss und Abt-Emmerich. Alle sorgen sich, denkt er jämmerlich. Er legt sich zwischen die Wurzeln der Bäume. Dort findet er schließlich ins Land der Träume. Wem gehört dies Höschen? Beim letzten Dornröschen, so ein komisches Höschen, ganz verkehrt und oder guck ich vielleicht kopfüber, sieht jedenfalls merkwürdig aus, sagt die freche Fledermaus. Dein Sport zählt nunmehr wenig, beklagt sich bitter der König. Alle lachen mich aus, diese Hose ist ein Garaus. Dagobert kommt
ist das allergrößte Glück. Was kümmert dich ein Kleidungsstück? Ein neuer Tag im Wald beginnt, Dagobert ist frohgestimmt. Abt Emmerichs Zetern hin oder her, ein König regiert doch, bitte sehr! Da fällt es nun wirklich nicht ins Gewicht, ob das Höschen königlich sitzt oder nicht. Ob richtig oder verkehrt, wenn sich glücklich Dagobert. Oder vielleicht sogar ohne, kümmert mich nicht mehr die Bohne. Visionen eines Ungeborenen. Und ihr werdet winseln unter den Sohlen meines Schuhes. Winseln wie herrenlose Köter, die seit Tagen nichts mehr gefressen haben. Lange genug habe ich mir nun angesehen, was der Freiheitsgedanke mit den Menschen anstellt. Jeder darf hier rein und raus, ganz so, wie es ihm gefällt. Ekelhaft, wie sie eindringen, versuchen, meine Festung zu erschüttern. Doch bald ist Schluss damit. Als gestählter Ritter werde ich hervortreten, bereit, den Menschen vorzuführen, seine völlig eingeschränkte Intelligenz und rohe Körperlichkeit für niedere Arbeiten zu gebrauchen. Nie wieder wird euer Schweiß meine Festung beschmutzen. In Zukunft sollt ihr in den Kerkern Handarbeit leisten und euch nicht in den hügeligen Gefilden meines Reiches vergnügen. Ihr werdet euch an meinem Hofe zum Narren machen, um mich allein zu unterhalten. Mich allein! An mir kommt keiner mehr vorbei. Und ich werde wachsen, immerzu wachsen. Meine zunehmende Kraft wird euer Untergang sein, euch in die Knie- und Rheumaschuhe zwingen, bis euch schließlich das Zeitliche segnet. Und dann werde ich all eure Reiche zerstören, heldenhaft in sie eindringen und meinesgleichen erschaffen, bis eine neue... was ist jetzt los? Was? Ich kann kaum noch sehen, krieg keine Luft mehr. Hilfe! Hilfe! Dort könnt ihr uns gerne treffen und sonst besucht uns bitte auf unserer Seite lauscherlounge.de, da sieht man immer, wann wir uns wo in dieser Republik lesend herumtreiben. Also mich könnt ihr noch nicht besuchen, ich bin zu Hause. Also ich sage auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Nochmal lauschender Applaus bitte. Technisch los ist, könnt ihr gerne unseren Newsletter abonnieren, einen Veranstaltungs-Newsletter, den gibt es auf www.lehmanns.de oder ihr könnt mich auch einfach ansprechen hier vorne, dann können wir den für euch anlegen. Ansonsten nehmt euch gerne unser Veranstaltungsprogramm mit, das neue jetzt ab März ist auch schon da seit letzter Woche und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Dankeschön. Die Bücher, die